Hallo Leute, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir wollten letztes Mal mit der Story weitermachen. Ja, ja, bemerkenswert. Wunderbar. Du, Sklave. Nein, Akolyt. Du hast mir dieses wunderbare Holocron aus Makaragnos Grab gebracht, nicht wahr? Jawohl, ich habe das Holocron gefunden. Unglaublich. 1000 Jahre war es in diesem Grab verborgen. Sith Lords gingen daran vorbei. Und dann fand es eine ganz unscheinbare Person. Sag mir, wie hast du das gemacht? Ich habe Blitze zucken lassen und es hat sich geöffnet. Eine einfache Lösung. Warum ist nur niemand von uns darauf gekommen? Wir haben es wohl zu sehr analysiert, waren überzeugt, dass es unmöglich war. Oder vielleicht war es einfach nicht unsere Bestimmung, es zu öffnen. Was du bisher getan hast, dass du dieses Holocron und den Text aus Tulakhords Grab herbrachtest, fasziniert mich. Ich beobachte deinen Fortschritt mit Interesse. Ich setze große Hoffnungen in dich, Akolyt. Sehr große sogar. Hoffentlich kann ich eure Erwartungen erfüllen. Viel Glück, Akolyt. Viel Glück. Yay, wir haben mit unserer späteren Meisterin gesprochen. So, auf der Harkun, der Trottel, den ich hasse. Ich wollte gerade Phone losschicken. Was hat dich aufgehalten? Also, zuerst wollte mir Lord Sesh sagen, wie unglaublich ich bin. Dann unterhielten wir uns und ich habe wohl die Zeit vergessen. Spar dir deine Märchen. Lord Sesh würde dich wie einen Giska zertreten, wenn sie dir jemals begegnen würde. Du bist ihrer Anwesenheit nicht würdig. Also, hast du den Text aus Tulakhords Grab? Natürlich. Natürlich. Ich war brillant, wie immer. Gib ihn mir. Zweifellos ist er schwer beschädigt. Das haben wir davon, wenn wir Abschaum die Arbeit eines Sith tun lassen. Richtig, Phone? Worauf warten wir, Aufseher? Warum erledigen wir dieses Insekt nicht hier und jetzt? Du hast eine große Klappe, aber kein Kampfgeschick. Ich will dich erst dann wiedersehen, wenn du die Korriban-Ausbilder zufriedengestellt hast. Das Trainingsgelände befindet sich im ersten Stock der Akademie und ist normalerweise nur den dunklen Lords und ihren Schülern vorbehalten. Das ist keine Beförderung. Und du wirst da oben mit niemandem sprechen, außer mit deinen Ausbildern. Verstanden? Du bist der Anwesenheit von Sith nicht würdig. Bitte sagt mir, dass Phone auch kommt. Wir könnten so viel Spaß miteinander haben. Phone wurde schon von Kindesbeinen an im Kampf ausgebildet. Er ist ein echter Sith. Ja, und du bist ein Trottel und Versager. Dass du dir deinen eigenen Arm abschneidest, als dass du je ein Sith wirst. Wenn ich mächtiger bin als er? Im ersten Stock. Ich würde die Ausbilder nicht warten lassen. Oh, pff. Das ist ja voll der Lappen, ey. Ich hoffe, wir können den umlegen. So wie den anderen auf sehr... Oh, Spoiler. Ich werde das ja gar nicht let's playen, das vom Sith-Krieger, aber... Da bringst du deinen, wie heißt das? Egal. Also, Aufseher bringt man da einfach um. Weil das dein neuer Meister so von dir wünscht. Der sagt, bring den Typen um. Ich kenne euch. Wir haben schon mal gesprochen. Mein Kopf ist jetzt klarer. Es ist alles da. Comlink, Lichtschwert, alles, was ich versteckt habe. Ihr macht wirklich ernst. Mit all dem werde ich wohl aus der Akademie entkommen können, sobald die Wachen Schichtwechsel haben. Aber was ist mit euch? Werdet ihr Ärger bekommen? Keine Sorge, ich komme schon zurecht. Wenn ihr euch sicher seid? Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr das tut, aber ich danke euch. Wenn alles geklärt ist, gehe ich jetzt. Wie ihr sagt, Sith. Ich danke euch nochmals. Es
Es tut mir leid, dass das Imperium euch aufgenommen hat und nicht die Jedi. Unter anderen Umständen hättet ihr vielleicht dem Orden angehören können. Ich finde, die Jedi-Story ist auch besser als die hier. Hier wird man nur losgeschickt für seinen Versageraufseher. Aber, naja, bei Jedi... Der Jedi bereitet also seine Flucht vor. Das habt ihr gut gemacht. Nicht perfekt, aber ich bin zuversichtlich, dass die Operation ein Erfolg wird. Die Angelegenheit ist abgeschlossen. Ich werde eure Mithilfe in meinem Bericht vermerken. Meine Pflicht ist mein Leben. Genau so sollte es sein. Nehmt diese Münzen als Bezahlung für eure Dienste. Und seid euch bewusst, dass kein Jedi Korriban gefährden kann. Geht jetzt. So. Hep. Geh ich mal nach hier oben. Okay, dort hinten. Lord Samus, ey. Erinnert einen wirklich nicht an Metroid. Welche dunklen Geheimnisse soll ich mit euch teilen? Hinfort. Was auch immer das macht. Klingt aber ganz lustig. Ah, treteten her. Ich habe von euren Abenteuern in den Gräbern gehört. Ihr seid der Spur der gescheiterten Schüler gefolgt. Sie sollten Abtrünnige töten und gepanzerte Droiden zertrümmern. Ihr hattet mehr Erfolg. Genau richtig. Die Minendroiden haben nicht nur die Sklaven beschützt, die sie umprogrammiert hatten, sondern drohten auch die Gräber der Alten zu schänden. Das wäre unverzeihlich gewesen. Deshalb sollt ihr belohnt werden, denn ihr hattet Erfolg, wo andere ihr Leben ließen. Sehr schön. Yeah, Stufe 9. Kann ich gleich wieder mit ihm hier reden. Endlich ein würdiger Schüler. Hinfort. Was ich ja auch richtig geil finde. Das ist auch so voll der geile Glitch. Ich weiß nicht, ob es ein Glitch ist oder nicht. Aber, dass man die Fähigkeit Sprinten... Da steht ja Stufe 10, ne? Für 215 kriegt man die. Aber die ist halt für Free-to-Play. Die ist halt für, Alter, echt jetzt. Komma HD-LP. Ist vermutlich so ein total überdrehter Fan. Aber... Oder es ist mal wieder ein böser Faker. Seid gegrüßt. Ihr erinnert euch doch an meinen Bruder und mich. Wir waren bei Hakun. Tut mir leid, dass es so enden muss. Uns gefällt das auch nicht besser als euch. Zumindest nicht viel besser. Ihr wisst doch gar nicht, ob es mir gefällt. Tut mir leid, Mann. Ich konnte euch wirklich gut leiden. Aber wir haben eine Abmachung mit Hakun. Wenn wir euch töten, dürfen wir nach Hause. Das wird in Bedauern enden. Wir wollen es ja gar nicht tun. Aber wir wissen, dass wir Fohn nie besiegen und nie Sith werden können. So können wir wenigstens zurück nach Hause, und zwar lebend. Sei still, Balek. Die Zeit des Redens ist vorbei. Kämpft um euer Leben, Akolyt! Das ist also mein Kampftraining. Alter! Die haben nur 210 Leben. Das sind ja mal so voll Linus, ey. Ich kann den ganzen Tag auf mich einschlagen lassen. Der nur 180. Oh. So foltern wir den einfach richtig so. Oh.
Ich wollte sagen, das war ja ein schönes Kampftraining. Und ich sollte auf die Uhr achten. Okay, 32. Um 41 muss ich dann den Part spätestens beenden. Wenn ich nicht wieder so ein Fell haben will. Dann würde ich sagen, diesen Part waren wir nur in der Akademie. Wow, cool. Dann gehen wir jetzt auf der Hakun zurück und machen noch ein bisschen Story. Labern hier noch ein bisschen. Hallo Versager, Trottel, Arschloch, besser. Sieh an, sieh an. Endlich tauchst du doch noch auf. Ich dachte schon, du hättest einen dunklen Lord verärgert und wärst von ihm umgebracht worden. Von den anderen ist auch niemand mehr aufgetaucht. Wahrscheinlich sind sie tot. Was bedeutet, dass nur noch du und Fawn übrig seid? Also, was jetzt? Für deine letzte Prüfung wirst du eine alte Karte aus der innersten Kammer aus Naga Sados Grab holen, die schon seit Jahrtausenden nicht mehr betreten wurde. Oh, heul leise. Doch bevor du an die Karte gelangst, musst du einen uralten Attentäter, einen Dashort, erwecken, der in dem Grab schlummert. Ohne ihn kommst du nicht an sie heran. Verstanden? Das lässt sich wohl gerade noch machen. Oh, eine Sache noch. Du wirst mit Fawn um diese Karte kämpfen. Wer sie zurückbringt, wird Lord Zeshs neuer Schüler. Der andere wird sterben. Yay, endlich kann ich den Trottel umbringen. Wenn Fawn bereits aufgebrochen ist, gebe ich dir folgenden Rat. Spute dich. Einen Moment bitte. Lord Zesh, was macht ihr hier? Aufseher, wollt ihr mir sagen, dass ich, ein Sith Lord, eure Erlaubnis brauche, um mich frei in der Akademie umherzubewegen? Nein, natürlich nicht, Lord Zesh. Gut. Ich habe die Ankunft des letzten Akolyten gesehen und wollte den Hoffnungsträgern bei ihrer letzten Prüfung zusehen. Wo ist, wie heißt er gleich? Der Rote? Fawn? Er hat seine Prüfung schon frühzeitig beendet und ich hielt es nicht für nötig, ihn warten zu lassen. Schade. Ich bin eben mit der Übersetzung des Textes fertig geworden, den mir dieser Akolyt aus Tulakords Grab gebracht hat. Er ist sehr aufschlussreich. Ohne ihn wird man die Karte nicht bekommen können. Oh, Fawn steckt in Schwierigkeiten. Es ist zu spät. Fawn ist bereits aufgebrochen. Ihr könnt nicht einfach... einem Akolyten einen unfairen Vorteil verschaffen? Wann war das Sith-Dasein jemals fair, Aufseher? In Ordnung, mein lieber Akolyt. Um den Dashort zu befreien, musst du Folgendes tun. Überall in Nagasados Grab befinden sich Stäbe. Diese Stäbe sind der Schlüssel zu der Kammer, in der der uralte Attentäter eingesperrt ist. Du musst die Stäbe in der Kammertür platzieren und sie elektrisieren. Den genauen Grund kenne ich nicht. Aber sicher ist, dass du ohne den Dashort nicht an die Karte kommst. Und sei vorsichtig, er ist sehr gefährlich. Ich bin noch keiner Gefahr begegnet, der ich nicht gewachsen war. Ich werde zurückkehren, wenn beide Akolyten wieder da sind. Ihr werdet nichts mehr tun, was den Ausgang dieser Prüfung beeinflussen könnte. Verstanden? Ja, Lord Zesh. Gut. Und viel Glück, Akolyt. Die mag uns einfach mehr als Fawn. Gewand des Inquisitors. Yay. Was kann ich wegwerfen? Ich kann es einfach verschwinden, aber egal. So richtig die Verschwendung, ey. So. Eine Karte der Zukunft. Stufe 11. Toll. Okay. So sieht der dann aus. Hm. Weiß nicht. Nee. Na, nee, auch nicht so wirklich. Toll. Wie soll ich jetzt auf Stufe 11 kommen? Ich müsste 2 Level-Ups machen. Und es gibt keine Quests mehr. Boah, ey. So viel Farming wieder, wenn ich das machen will. Aber ja, ich muss ganz viel Farming machen. Also werde ich das hier bereithalten. Und dann mit dem Farming beginnen. So.
So. Ich hoffe, ich kriege hier noch Quests, die ich annehmen kann. Was ist das, ey? Ich suche einfach mal, ob ich den Typen finde. So. Du musst warten, bevor du eine neue Nachricht senden kannst. Oh. Fuck you too. Vielleicht ist er schon Teil der dunklen Lords. Ja, ja. Ja, da hinten. So, da hinten. Ey, du da. Ey. Xisash, da. Sehr schön. Dann warte ich hier auf ihn. Ja, ich sollte das Video beenden, also wir sehen uns dann wieder im nächsten Part von Star Wars Story.